Hallo, ich bin Alexa Diller von maldichglücklich.de und mit meinen Videos möchte ich dir helfen, dass deine Aquarelle, deine Zeichnungen und dein Urban Sketching etwas leichter und einfacher gelingen. Schau dich einfach mal hier auf meinem YouTube-Kanal um oder auf meinem Blog und falls du eine Frage hast, kannst du sie gerne hier unten stellen oder du schreibst mir eine Mail an alexa@maldichglücklich.de. Heute ist Tag 1 beim Inktober und wir gucken uns erstmal an, welche Materialien wir nehmen. Also es gibt Pinsel mit schwarzer Tusche, kann man da zeichnen. Es gibt natürlich Feinliner in verschiedenen Stärken. Es gibt auch weiße Gelstifte. Es gibt Feinliner in verschiedenen Farben, klassischen Farben wie Rötel oder Sepia. Und es gibt auch, den Ast, mit dem ihr zeichnen könnt, oder die schönen Bambusfedern, dann gibt es die klassischen Zeichenfedern. Ich zeige euch einfach mal ein paar Beispiele, womit ich gerne zeichne und wünsche euch viel Spaß dabei. Starten wir einfach mit dem ganz normalen, in Anführungszeichen, Füller. Das ist ein Lami, den gibt es auch mit verschiedenen Strichstärken. Ich mag es, dass die Füller sehr fein reagieren. Anders als ein Feinliner kann man hier durch das Drehen des Füllers beim Zeichnen die Linienstärke auch noch ein bisschen beeinflussen. Das hier ist jetzt auch nochmal ein Lami. Der ist recht preiswert. Ich glaube, der kostet um die 10 Euro. Und der hat einen sogenannten Konverter. Das heißt also, mit dem Konverter kann ich andere Tinten einfüllen. Ich brauche also keine Patronen, sondern ich kann hier die Tinte wie mit einem Ziehfüller hochziehen. Denn wenn ich mit einer Tinte zeichnen möchte und die in einem Füller fülle, da kann ich nicht jede Tinte nehmen. Die verkleben alle die Füller. Da braucht man also ganz spezielle Tinten für. Hier zum Beispiel die Super 5 kann ich sehr empfehlen. Gibt es in tollen Farben. Und die ist vor allen Dingen auch wasserfest. Das heißt, wenn man hinterher zeigt, drüber koloriert, verwischt das nicht. Das hier ist ein ganz altes, aus den 60er Jahren, ein Mont Blanc. Und das ist auch einer, den ich sehr gerne mag. Das ist der Caveco. Da habe ich allerdings noch keinen Konverter für. Den nehme ich nur zum Zeichnen. Aber der hat die Feder, die ich sehr gerne mag. Und die ist ein bisschen weich und kratzt nicht und so. Also da zeichne ich sehr, sehr gerne mit. Und da gibt es auch interessante Farben, so Violetttöne und tolle Brauntöne und so als Tinte. Ist aber nicht wasserfest. Das hier ist zum Beispiel eine Tinte, die von Sennelier. Damit ich, wenn ich mit Federn arbeite, tue ich da immer ein bisschen in so ein Näpfchen rein, damit ich nicht immer in dieses Fach, in den Napf muss. Und von Sennelier, die sind sehr, sehr schön, sehr deckend und sehr intensiv. Mit Federn zeichnet man natürlich lieber zu Hause als unterwegs. Wenn ich also sketchingmäßig unterwegs bin und neben mir so einen Topf mit Tinte hätte, wäre das doch etwas nervig, habe ich schon gehabt. Aber die Tinte, die kippt dann manchmal um und man muss immer sehr drauf aufpassen und ich kann mich dann nicht so auf das eigentliche Zeichnen konzentrieren. Federn gibt es natürlich unheimlich viele verschiedene, genauso wie auch Griffe. Und diese Feder zum Beispiel, die tut es irgendwie gar nicht. Man muss die natürlich auch immer sauber machen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, je länger ich mit einer Feder zeichne, desto mehr ist die auf mich sozusagen eingezeichnet. Man muss eine Feder immer ein bisschen einzeichnen. Und ich kann euch nur empfehlen, kauft euch mal einfach ein Set Federn und ihr werdet dann schon den passenden finden. Also wenn ihr eine weiche mögt oder eine harte oder wie auch immer. Dann gibt es diese fantastischen Bambusfedern. Die sind natürlich für große, kräftige Striche geeignet. Da kann man groß mitarbeiten. Genauso wie mit diesem wunderbaren Werkzeug, da zeichne ich auch sehr, sehr gerne mit. Es gibt einen Urban Sketcher, der macht ganz viel mit Stöckchen und das ist auch schön, weil die findet man ja irgendwie überall und dann kann man direkt loslegen und zeichnen. Toll sind diese
Fineliner von Faber-Castell. Das sind keine Filzstifte, sondern das sind richtige pigmentierte Tintenstifte. Sowohl die Artist Pens als auch, also die dicken und die kleineren in verschiedenen Farben gibt es ja, als auch diese hier Eco-Pigment. Was ich an denen mag, ist der Griff. Die haben so einen schönen Griff und die gibt es in den Stärken von 0,05 bis, ich habe einen, der ist 0,8 und ab dann nimmt man schon eher so einen Edding oder so einen etwas stärkeren Stift. Und da kann man natürlich schön zum Beispiel mit einem 0,05er vorzeichnen und dann die Linien verstärken, wenn man die Konturen etwas hervorarbeiten möchte oder so. Und auf die ist natürlich von der Strichstärke her Verlass, nicht so wie bei den Federn. Ihr seht ja schon, bei den Federn auf der rechten Seite, da sind die Strichstärken unregelmäßig. Bei den Ecolinern oder bei den Feinlinern ist die immer gleich. Auch genauso hier jetzt mit dem dicken Artist Pen von Faber-Castell auch so. Genauso wie der Edding. Es ist auch super toll, aber ja, ist einfach ein anderes Gefühl. Den finde ich toll. Das ist so einer, es gibt von Faber-Castell so eine Serie mit so Grautönen und die haben auch so eine Pinselspitze. Und damit kann man ganz zarte Grautöne und Schatten noch machen. Die sieht man jetzt hier gar nicht so. Aber ich habe noch einen etwas stärkeren und da kann man die gut sehen. Hier sind die Grautöne beispielsweise von Faber-Castell in verschiedenen Abstufungen. Da gibt es warme Grautöne, bläuliche Grautöne und so. Und die kann man natürlich super benutzen. Die Pinselspitze heißt SB. Und das ist eben so eine weiche Spitze. Ihr seht ja jetzt, wie schön man hier die Schatten zeichnen kann. Ist also ganz toll für unterwegs, wenn man also oder wenn man monochrom arbeitet, so wie jetzt, nur mit Schwarz und dann noch ein bisschen einen Grauton dazu macht, noch einen Schatten. Da kriegt man ganz viel Tiefe in das Bild, gerade auch bei Häusern kann man Fenster mitmalen und so weiter. Die Stifte sind ein Hit. Den hier, das ist ein ganz breiter, den habe ich mir mitgebracht mal von einer Reise. Die habe ich hier noch nicht gesehen, die sind aber auch ganz toll. Also da kann man breite, große Flächen mit anlegen. Ja, und diese ganzen Tintenlinierer, die kriegt man natürlich auch in verschiedenen Farben, zum Beispiel in Rot oder in so Brauntönen, also Sepia und Röte. Da gibt es eine riesige Auswahl. Man kann aber auch nicht, hier zum Beispiel habe ich nochmal einen Kalligraphie-Pinsel. Wir haben auch später, mache ich noch ein Video zum Thema Schriften. Und diese Kalligraphie-Fineliner, die haben diese harte Kante vorne. Und damit kann man besonders schön Schriften zeigen. Da kommen wir aber auch noch zu. Dann gibt es natürlich auch noch welche mit farbigen Tinten. Ich meine, es heißt Inktober, aber es heißt nicht Black Inktober. Deshalb kann man, denke ich, auch ruhig ein paar Akzente setzen mit so farbigen Gelstiften oder farbigen Tinten. Das hier ist noch einmal dieser Brush-Tintenstift und das ist eigentlich wie ein Pinsel. Da ist chinesische Tusche drin, also welche, die sehr, sehr stark ist. Ihr seht ja, wie dunkel die hier ist. Und den kann man hinten auch austauschen, also wenn das Ding alle ist. Ja, und man kann natürlich auch noch mit einem wunderbaren Pinsel, meine neuesten Errungenschaft, meine große neue Liebe, dieser kleine Pinsel, der kann ganz feine Linien machen, der kann auch stärkere Linien machen und damit kann man natürlich sehr ausdrucksvoll malen. Also, ich wünsche euch viel Spaß und malt euch glücklich. Tschüss! Ja, das war die Übersicht zum Thema Pinsel und so weiter. Und morgen geht es dann rund um das Thema, welche Tinten gibt es überhaupt. Es gibt ja nicht nur schwarze Tinten, sondern es gibt auch farbige Tinten. Also bis morgen. Tschüss.